So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und ihr seht schon, ich habe mir gestern noch Medusa gekauft, weil der Skin gefällt mir halt eigentlich nur in der Variante. Aber solange einem eine Variante gefällt, sollte man sich das Ganze auch dann gönnen können. Und zu ihr persönlich kann ich nur sagen, die erste V-Bucks-Aufgabe ist definitiv: schließe mindestens ungewöhnliche Aufträge ab, ist ziemlich simpel. Also wenn ihr da euch auch den Skin gegönnt habt, einfach Aufgaben erledigen und schon bekommt ihr die V-Bucks. So ist das ja inzwischen immer. Wir gehen aber direkt mal rein in den Shop, denn wir haben Catwoman Zero Paket. Und ihr seht schon, das Ganze kostet mich jetzt im Paket nur 700 V-Bucks. Aus dem Grund, einfach muss gekauft werden. Wieso steht hier Fortnite Pro Paket? Ah ja. Aber egal, trotzdem einfordern, weil Catwoman selbst habe ich noch überhaupt nicht geholt. Auch nicht irgendein Stil, der in der Nähe ist davon. Und sonst kostet das ganze Paket halt 2000 V-Bucks. Aber durch das Comic habe ich ja schon die Spitzhacke bekommen. Deshalb, warum soll man sich das dann nicht nehmen? In dem Sinne erstmal danke dafür. Dann haben wir des Weiteren den Bushranger drin. Wurde mir ja auch geschenkt. Grüße gehen auch an der Stelle raus. Auch ein schöner Skin in vielen verschiedenen Stilen inzwischen. Da kamen ja über die Zeit einige dazu. Hier dieser Herbststil, dann hier der Stil. Also was wir mit dem Skin gemacht haben, am Anfang war ja nur der Stil, aber da kam halt doch immer mehr dazu. Ist auch ein schöner Skin, aber ich persönlich spiele ihn halt doch nicht so häufig, würde ich sagen. Dann haben wir noch den Honighacker dabei. Auch eine nice Pickaxe, macht aber eklige Geräusche. Also gewöhnt euch schon mal daran. Dann haben wir des Weiteren. Der Totenschütze ist wieder zurück. Fände ich persönlich auch ein geiler Skin. Weil ich mag irgendwie dieses anders. Weil das zum. Boah, mit dem Rückenaccessoire. Ah! Eieieiei. Also mit dem Rückenaccessoire sieht es natürlich noch besser aus. Aber nein, hier bleibe ich eisern. Den kaufe ich mir nicht. Glaube ich. So, dann haben wir noch die Spektralsense, auch eine schöne Pickaxe. Des Weiteren Welle des Todes. Doch, die Tarnung ist eigentlich komplett in Ordnung, weil wir sehen eben meistens, wenn wir am Schießen sind, nur hier den vorderen Bereich, weil hier ist der Skin eher mehr davor. Also eigentlich, ja, doch, kann man sich gönnen. Und dann Agent des Chaos. Davon soll ja angeblich nochmal eine neue Variante rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob wir die dann einfach hier dabei bekommen. Oder ob man den Skin dann wieder einzeln bekommt, weil es eine neue Variante ist. Derzeit hat Fortnite ja da auch einen Trick gefunden, die Leute zu animieren, sich quasi denselben Skin mit einem neuen Stil nochmal zu kaufen. Aber müssen wir einfach mal abwarten. Dazu gibt es natürlich auch noch die Chaos-Sense. Ja, ist okay, die Pickaxe, aber naja. Dann haben wir schwarzer Schleim. Ist auch okay, aber gibt natürlich bessere. So, dann haben wir des Weiteren noch die Beast-Schützin dabei. Ja gut, die haben wir jetzt schon so oft drin gehabt. Die sieht man auch sehr häufig, die Beast-Schützin. Dann der Safari-Skin. Finde ich persönlich auch ein schöner Skin. Vor allem ist halt mal wieder eine andere Skin-Art an sich. Also vom Gesicht her. Aber wir wissen ja, wir sehen unseren Skin eh meistens nur so. Immer nur von hinten. Dann haben wir noch drin Einklang. Dann Schalenregen, statt mit Geldscheinen halt mit Bananen. Das Emote ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen damals. Dann haben wir noch die Lama-Wippe. Grüße gehen raus, wurde mir natürlich wieder geschenkt. Ich sage ja gefühlt, halber Shop im Besitz, aber alles geschenkt bekommen. Dann haben wir Seht her. Die Beast-Schützen hatten wir schon und jetzt kommen halt die ganzen Pakete wieder. Beastie Boy ist noch drin. Der Batman-Skin ist auch noch ebenfalls drin, komplett. Dann Ritter der Runden Tafel, Doppelagentenpaket, das Spitzhackenpaket, letzter Lacherpaket und ich denke mal, dass das Medusa-Paket natürlich auch noch da ist. Wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, da ich das halt eben schon gekauft habe gestern. Dann gucken wir mal ganz schnell, was machen die V-Bucks. Gestern hatten wir 90 V-Bucks. Heute leider wieder nur 50 V-Bucks, heißt einmal einloggen, macht die Tagesaufgabe und dann bekommt ihr eure 50 V-Bucks. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop. Euch natürlich noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, Creator Code gerne eintragen, YT-FamilyHack. Und in dem Sinne, haut rein.